Windows 11 wird irgendwann den Do-it-yourself-PC-Markt erreichen, irgendwann Anfang nächsten Jahres. Und heute möchte ich ein paar Punkte zeigen, die für Windows 10-Nutzer fürs Upgrade vielleicht relevant sind. Ja, damit hallo, herzlich willkommen zu Hepis Tech Lab, wo wir uns heute mal angucken, Windows 10 auf Windows 11 Upgrade. Was gibt es ein Stück weit zu beachten? Was sind die Anforderungen Stand heute an Windows 11, die euer Windows 10 PC oder eben auch älter erfüllen muss, damit ihr auf Windows 11 upgraden könnt? Grundsätzlich gibt es zwei Optionen bzw. zwei Punkte, die ihr braucht. Punkt 1 ist, ihr braucht ein TPM 2.0 Modul und ihr braucht Secure Boot Enabled. TPM 2.0 ist normalerweise kein Thema, weil in der Regel jede moderne Plattform, sei es jetzt AMD oder Intel, hat TPM entsprechend in den CPU-Teil entsprechend schon reingebaut. Das heißt, ihr braucht normalerweise kein extra Modul, was ihr kaufen müsst dafür, sondern die Chancen stehen relativ gut, dass ihr TPM aktivieren könnt. Der zweite Punkt ist Secure Boot aktiviert wird, um einfach sicherzustellen, dass Treiber sauber signiert sind, dass Windows sauber signiert ist, etc. Dass einfach nichts irgendwie zwischendrin reingebootet oder reingeschoben werden kann in euer Betriebssystem, was euch in irgendeiner Art und Weise dann schädigt. So, jetzt ist das ganz große Problem aber, ihr könnt beispielsweise Secure Boot nur enablen, wenn ihr im UEFI-Modus seid in Windows 10. Ich habe zum Beispiel mal wunderbar mein Notebook hier, was ich schon komplett auf Windows 11 in die Preview geupdatet habe. Das heißt, da mache ich ein Video nächste Woche dazu, wie ihr Windows 11 installieren könnt, dann in der Insider-Preview, wie das funktioniert. Auf dem Testsystem gibt es dann nächste Woche dann dazu. Heute fokussieren wir uns jetzt darauf, wie habe ich das geschafft, weil dieses Notebook hatte tatsächlich das Problem, es war mit einer alten Legacy-Installation ausgestattet. Das heißt, es wurde so installiert, dass es im Legacy-Modus war, nicht in UEFI. Und dementsprechend hatte man ein Problem, nämlich ich konnte Windows 11 so nicht installieren. Wenn wir jetzt mal rausfinden wollen, wie das Ganze geht, geht bei Windows 10 und Windows 11 gleichermaßen. Wir klicken einfach auf Start und geben dann ein Systeminformationen. Das starten wir und dann sehen wir hier jetzt verschiedene Daten zu dem Gerät. Und hier haben wir entsprechend den BIOS-Modus. Der steht aktuell auf UEFI. Das heißt, das ist wunderbar gut. Das heißt, wenn ihr hier UEFI seid, könnt ihr das Video eigentlich mehr oder weniger ignorieren, weil dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr allerdings hier Legacy stehen habt, dann schaut weiter, weil dann zeige ich euch, wie ihr aus eurer Legacy Windows 10 Installation oder sonstige Installation dann eine UEFI Installation macht. Wichtiger Disclaimer dazu: Schaut bitte im Vorfeld, ob euer BIOS, ob euer Board UEFI unterstützt. Alle modernen Plattformen unterstützen es auf jeden Fall. Wenn ihr ältere Systeme habt, guckt bitte vorher, ob ihr einen UEFI-Modus in eurem BIOS habt, bevor ihr das Ganze umstellt. Es ist nämlich so: Legacy-Modus, UEFI-Modus. Es gibt einen Kompatibilitätsmodus, aber ihr könnt im UEFI-Modus kein System booten, was nicht UEFI kann, und im Legacy-Modus kein System booten, was UEFI kann. Das heißt, im schlimmsten Fall sperrt ihr euch aus. Das heißt, macht vielleicht im Vorfeld ein Upgrade. Wie wir das Ganze jetzt umstellen, ist relativ simpel. Und zwar Windows 11, Windows 10 gleichermaßen. Wir drücken die Shift-Taste, kennen viele, drücken dann auf ein Out und halten, während wir die Shift-Taste gedrückt halten, die linke Shift-Taste, drücken wir auf Neu starten. Dann wird das System entsprechend neu gestartet und ihr kommt in ein wunderbares Menü rein, das euch dann zum Beispiel die Problembehandlung durchführen lässt, die Systemwiederherstellung oder relativ simpel auch einfach dann generell Recovery Tools etc. So, natürlich mag mich jetzt die Video-Capture-Karte nicht in diesem Menü. Und zwar, wie wir hier sehen, ist es in Windows 11 genauso wie in Windows 10, ist vom Layout her genau identisch. Zumindest Stand jetzt noch. Das heißt, was wir jetzt tun, habt ihr diese Auswahlmöglichkeiten, sobald wir das gemacht haben, und klicken hier auf Problembehandlung, dann anschließend auf Erweiterte Optionen und gehen dann direkt in die Eingabeaufforderung. Wenn ihr jetzt mehrere Partitionen habt, die oder mehrere Festplatten habt, die in eurem System sind, müsst ihr natürlich die Partition erstmal finden, die für euer
Windows-relevant ist. Bei mir wäre das vermutlich dann C, das heißt, ich switche einfach mal auf C hier mit C-Doppelpunkt einfach, tippe ein Dirre und dann sehe ich hier, dass ich hier meine ganzen Daten komplett drin habe. Das heißt, das ist meine eigentliche Partition. Und was ich hier jetzt mache, ist mbr to gbt, sage slash validate. Und wenn ich das jetzt eingebe, sagt er mir in dem Fall, disk layout validation failed. Warum? Ganz einfach, weil ich es schon gemacht habe. Das heißt, solange ihr hier habt, Validierung war erfolgreich, habt ihr diesen Schritt erledigt und könnt einfach sagen, mbr to gbt slash convert. Und wenn ihr das jetzt macht, fängt er an, das Ganze umzubauen. In dem Fall ist es jetzt so, dass hier jetzt er das Ganze umbaut. Das heißt, er baut das von mbr auf gbt um. Und sobald ihr das jetzt gemacht habt, ist das Ganze kein Problem mehr. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn das hier erfolgreich war, ihr habt normalerweise immer einen kleinen Fehler noch hier unten drunter, den könnt ihr aber ignorieren. Ich habe jetzt nur leider, wie gesagt, das hier schon umgesetzt. Das heißt, darum habe ich da kein Beispiel jetzt da. Aber ihr habt immer einen kleinen Fehler noch, den könnt ihr aber ignorieren. Das heißt, das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, nachdem das Thema durch ist, ihr macht Exit, schaltet den PC aus und dann geht ihr entsprechend wieder in das BIOS rein und aktiviert einfach dann den UEFI-Modus. Und das ist dann je nach Board unterschiedlich. Das heißt, das müsst ihr einfach dann googeln, wie ihr entsprechend in den UEFI-Modus reinkommt. Das heißt, da gibt es immer verschiedene Menüpunkte. Meistens ist es bei Boot oder bei Security oder auch beim Operating System Teil gibt es oftmals einen Punkt. Ich kam hier gerade nicht ins BIOS rein. Sehr gut. Sekunde. So, ich bin jetzt hier im UEFI Boot Menü. Sag hier einfach BIOS Setup zum Beispiel. Das ist jetzt bei diesem Dell Notebook so. Und dann habe ich hier entsprechend verschiedene Einstellungen. Und ich habe beispielsweise hier bei allgemein Boot-Sequenz kann ich hier umstellen zwischen Legacy und UEFI. Das heißt, wenn ich vorher auf Legacy war und mein Windows da gebootet habe, das umgestellt habe, stelle ich es jetzt auf UEFI um, dann findet ihr auch hier entsprechend dann jetzt in diesem Fall gleich den entsprechenden Boot-Manager und unter Secure Boot hier kann ich dann entsprechend auch, ne, kann ich dann auch Secure Boot zum Beispiel direkt aktivieren und dann nimmt er mit der entsprechenden Funktion auch gleich das Ganze mit rein. Das ist jetzt hier in diesem BIOS ein bisschen anders. Bei Notebooks wird das vermutlich bei allen relativ ähnlich sein. Ansonsten einfach am besten in euer Manual reingucken, wo das am wie das am sinnvollsten dann funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel PTT, Plattform Trust Technology Feature. Das ist dann das TPM Feature, was ich hier habe. Das ist bei mir unter Security, PTT Security auf diesem Notebook. Bei allen anderen Geräten habt ihr auch normalerweise unter Security dann Secure Boot und generell das TPM Feature, beziehungsweise auch dann entsprechend dann die unter Boot Sequenz oder Boot Eigenschaften dann, ob ihr Legacy oder UEFI habt. CSM übrigens könnt ihr auch abschalten dann. Das heißt, macht CSM Support einfach aus und macht einfach plain UEFI dann, wenn man das macht, dann startet einfach das System komplett neu. So, man mag es kaum glauben, aber das ist dann schon die ganze Magie, wo ihr das Ganze dann umstellen müsst. Wie gesagt, bei diesem Notebook hier, ich musste es umstellen, weil das vorher auf MBR noch war, beziehungsweise noch im Legacy-Modus. Hat super gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, macht idealerweise vor dem Backup von eurem System. Damit ihr da in keine Probleme reinlauft, aber es sollte normalerweise hoffentlich ohne große Schwierigkeiten funktionieren, damit man da einfach dann sauber starten kann. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr euch sowohl auf eurem System die Insider Preview installieren und könnt es euch angucken, wenn ihr wollt. Ich würde es auf keinem produktiven System dann empfehlen, aber ich habe es auf dem Notebook hier gemacht, weil ich brauche das relativ selten. Kann man gut als Test-Notebook dann hier oder Testgerät hier nehmen. Ansonsten seid ihr dann auch gewappnet, wenn irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres, wo es um den Dreh Windows 11 das Update kommt, über Windows Update, dann könnt ihr einfach direkt upgraden und seid soweit schon mal
rüstet. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare runter. Ich mache gerne noch mal ein Follow-up-Content. Ansonsten werde ich nächste Woche kurz ein Video machen, wie ihr Windows 11 in die Insider-Preview reinkommt. Ich werde mal ein kleines Review auch machen, was mir bisher aufgefallen ist, beziehungsweise was so meine Erfahrungen so ein Stück weit sind mit Windows 11. Und ja, abonniert gerne den Kanal dafür, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne sonst noch Feedback in das Kommentar. Bereichsfeld unten, Ding-Dong, irgendwas. Mir hat mir gar nicht eingefallen. Wenn ihr noch Input habt, Feedback habt oder Tipps habt für andere, ansonsten lasst auch gerne einen Daumen nach unten da mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und ja, wenn ihr noch Bock habt, schaut gerne auf twitch.tv/lordhappyput vorbei für mehr Gaming-Content. Ansonsten auch dazu gerne meinen Gaming-Kanal oder Overwatch-Channel. Unten abonnieren, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, gibt es ein paar lustige Videos drauf. Ansonsten, ja, würde ich sagen, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche dann. Tschüss!